Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder eine Literaturstunde und ich hänge immer noch etwas hinterher. Also die Bücher, die ich euch heute zeige, habe ich teilweise schon im Januar, Februar oder März gelesen. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich sie euch einfach noch zeigen und es waren auch ein paar gute Bücher dabei. Insgesamt war es aber eher so 50-50, also so durchwachsen. Zwei gute Bücher, zwei weniger gute Bücher, sagen wir jetzt mal so. Und ja, ich rede auch gar nicht groß drum herum, sondern fange direkt mal an mit Buch 1. Das ist dieses kleine Büchlein hier, Homo Faber von Max Frisch. Ja, ich denke mal, die meisten von euch kennen das auch oder haben es vielleicht auch selber gelesen. Das musste ich nämlich als Schullektüre für den Deutschunterricht lesen. Also in meiner Freizeit hätte ich das garantiert auch nicht gelesen. Insgesamt fand ich es jetzt auch nicht mega schlimm. Also es ließ sich ganz okay lesen eigentlich. Ich fand es aber beim Lesen oft sehr verwirrend. Also dieses Buch wird nämlich nicht in chronologischer Reihenfolge gelesen, also falls ihr es nicht gelesen habt, nur so zur Info. Es geht halt um einen Typen, der heißt, wie heißt er nochmal, Walter Faber. Er ist Ingenieur und ein Technokrat, also er nennt sich glaube ich nicht selber so, aber er ist einer. Und es geht halt darum, dass er ja durch eine gewisse Sache, eine Liebesgeschichte, sehr aus der Fassung gebracht wird und quasi an seiner bisherigen Überzeugung so zweifelt. Das ist so grob der Inhalt. Ja. Und beim Lesen war es halt schon teilweise echt verwirrend durch diese ganzen Zeitsprünge, weil auch nicht immer klar war, wo ist er jetzt, wann spielt es gerade jetzt. Das fand ich persönlich beim Lesen dann ja nicht so gut. Und allgemein war mir der Protagonist Walter Faber oder auch Homo Faber, also der war mir einfach nicht so sympathisch irgendwie. Ich konnte seine Handlungen meistens nicht nachvollziehen oder wieso er überhaupt so gefühlt hat, also wie ihm das quasi passieren konnte. Dachte ich mir die ganze Zeit nur so, warum? Ja, durch das Analysieren im Deutschunterricht hat es mir dann noch ein bisschen besser gefallen. Also manchmal finde ich, macht dieses Analysieren und dieses nochmal drauf rumkauen das auch ein bisschen kaputt bei einem Buch, wenn man das nochmal im Deutschunterricht alles so durchkaut quasi. Aber in dem Fall fand ich es ganz spannend, weil ich das an sich auch meistens ganz interessant finde, zu gucken, was drückt ein Autor zum Beispiel mit dem Schreibstil aus, was kann man daraus dann schon entnehmen und was bedeuten bestimmte Formulierung oder wenn ein Satz so und so aufgebaut ist, was sagt einem das dann über den Protagonisten, über den Autor, über die Geschichte oder so? Das finde ich an sich meistens ganz spannend. Das hat dieses Buch dann nochmal ein bisschen aufgewertet, weil ich es dann auch durch dieses Analysieren noch ein bisschen besser verstanden habe. Also dadurch, dass wir auch einmal quasi auseinandergedröselt haben, wie die Reihenfolge eigentlich ist, also die chronologische, und das dann verglichen haben mit dem, wie es im Buch erzählt wird, und dadurch hat man dann so ein bisschen besser den Überblick bekommen. Ja, insgesamt fand ich es jetzt aber nicht besonders gut, es steckten ein paar ganz interessante Ansätze da drin, also wo man sich selber dann nochmal so ein bisschen, ja, auch fast philosophische Fragen schon stellen kann. Aber an sich hat das Lesen mir jetzt nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Genau, kommen wir dann aber zu einem etwas erfreulicheren Buch und das ist auch tatsächlich ein Buchtipp für euch. Und zwar Nicht so das Bilderbuchmädchen von Agnes Ofner. Und dieses Buch habe ich auch von der Autorin als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen, beziehungsweise ich habe das für Mirais Blog rezensiert, der heißt Lass mal lesen. Falls ihr den noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall vorbei, da stellt Mirai euch regelmäßig coole Kinder- und Jugendbücher vor und ich durfte eben auch als Gastrezensent euch dieses Buch vorstellen. Das ist auch gar nicht mehr so dick, wie ihr seht, das hat glaube ich knapp 200 Seiten, ja 180 ungefähr und ich habe es auch mega schnell durchgelesen und mir auch ein paar schöne Stellen hier markiert mit ein paar coolen Zitaten. Und ja, zu dem Buch möchte ich jetzt aber eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, weil ich ja dazu schon die Rezi geschrieben habe. Und wenn ihr wissen wollt, worum es da geht und warum mir das so gut gefallen hat, dann schaut einfach mal vorbei. Ich verlinke euch den Blog auch nochmal in der Infobox, beziehungsweise auch gleich schon die Rezension selber. Dann könnt ihr da vorbeischauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich habe es ja auf Instagram auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon erwähnt, aber vielleicht habt ihr das noch nicht angeschaut und wollt es noch tun. Dann macht es auf jeden Fall. Ist wirklich ein tolles, empfehlenswertes Buch. Ja, und das nächste Buch ist Erebos 2 von Ursula Poznanski. Das ist ja eine Fortsetzung von Erebos 1, die 10 Jahre nach dem ersten Teil erschienen ist. Ich habe Erebos vor ein paar Jahren gelesen und der erste Teil hat mir auch mega gut gefallen. Deswegen war ich auch ja, super neugierig, was jetzt bei diesem zweiten Teil so alles passiert. Denn die Autorin hat das quasi so begründet, dass sich die Technologie ja auch in diesen 10 Jahren jetzt ganz schön weiterentwickelt hat und Erebos somit auch. Denn falls ihr den Inhalt noch nicht kennt, ich glaube zwar jeder hat schon mal irgendwie so ein bisschen davon gehört, aber falls ihr nicht wisst, worum es geht in Erebos, also in Teil 1 zumindest, ich will ja auch nicht zu viel spoilern, aber insgesamt geht es darum, dass Erebos eben ein Computerspiel ist. Also in Teil 1 ist es so, dass es eben als Computerspiel, CD oder so halt rumgegeben wird. Und man darf aber nicht darüber reden
Und es ist im Prinzip ein Fantasy-Spiel und der Protagonist Nick spielt es dann auch und ist ganz schnell gefesselt davon, weil das einfach mega spannend und cool einfach ist. Aber irgendwann wird er dann auch etwas skeptisch, weil das Spiel nämlich verlangt, dass er Dinge in echt, also in der Realität macht und für dieses Spiel ausführt. Am Anfang sind das einfach nur ein paar seltsame Sachen, aber letztendlich kommt Nick dahinter, dass Erebos eigentlich ein ganz anderes Ziel hat, und zwar möchte Erebos töten. Ja, das ist eigentlich so der Inhalt. Also schon eine sehr spannende Grundidee. Meiner Meinung nach trägt diese Idee aber keinen zweiten Band, oder ich habe diesen zweiten Band eben abgebrochen, weil ich das Gefühl hatte, es kommen nicht mehr neue Ideen. Der zweite Band ist an sich wahrscheinlich auch spannend, wenn man den ersten halt noch nicht gelesen hat, weil das dann alles quasi noch dieses Neue und Aufregende ist, dass Erebos halt sich in das Privatleben von einem einmischt und dass ja, es einen quasi so ein bisschen steuern möchte, dann wäre das noch, dann flasht einen das mehr, wenn man das halt nicht schon aus dem ersten Teil kennt. Und deswegen, ja, also mich konnte es halt wie gesagt nicht fesseln. Ich habe ungefähr 200 Seiten gelesen. Das Buch hat allerdings insgesamt auch über 400, nee, es hat sogar 500 Seiten. Und nach 200 Seiten hat es mir dann gereicht und ich dachte mir, nee, das muss ich mir jetzt nicht geben. Ich habe von einigen schon gehört, dass es ihnen auch ähnlich ging und sie das jetzt nicht so eine gelungene Fortsetzung fanden. Von ein paar anderen wiederum habe ich gehört, dass sie das Ende mega gut fanden und die Auflösung auch voll unvorhersehbar. Da muss ich zugeben, bin ich schon etwas neugierig. Also falls jemand mich spoilern möchte, wie es ausgeht, könnt ihr das gerne machen. Aber am besten nicht hier unter YouTube, sondern wenn, dann bei Instagram privat. Genau. Vielleicht habe ich auch schon überlegt, ob ich mir mal das Hörbuch, wenn das mal rauskommt, falls es das noch nicht gibt, ob ich mir das Hörbuch anhöre. Vielleicht kann mich das dann ein bisschen mehr fesseln. Vielleicht finde ich auch eine gekürzte Version vom Hörbuch. Aber an sich, ja, hat mich das irgendwie leider nicht so begeistern können. Finde ich auch sehr schade, weil mir die anderen Bücher von Ursula Poznanski bisher alle richtig gut gefallen haben. Und das hier ist dann jetzt so ein, ja, eine kleine Ausnahme, hoffe ich, dass es dabei bleibt. Ja. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch, was ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar ist das ein ganz anderes Genre. Also es ist wirklich eine wilde Mischung heute. Nämlich eine Autobiografie. Endlich Ben, Transgender, mein Weg vom Mädchen zum Mann. Und ja, da schreibt eben Benjamin Melzer über seine Erfahrung als Transmann. Und das Buch solltet ihr ja auch schon kennen. Ich habe es euch nämlich in einer Rezension schon vorgestellt. Wenn ihr die noch nicht geschaut habt und jetzt aber neugierig seid, dann schaut gerne mal hier vorbei. Kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Es gab ein paar kleine Kritikpunkte, also wie zum Beispiel, dass ich den Schreibstil ein bisschen zu umgangssprachlich fand oder ein bisschen zu gewollt cool, wenn man sich darunter was vorstellen kann. Und was ich auch noch vergessen habe in der Rezension zu sagen, was auch noch so ein kleiner Kritikpunkt war bei mir, dass ein paar Angaben tatsächlich zu seinem Weg falsch waren, sage ich mal. Also einfach was die Reihenfolge angeht. Oder es kann ja sein, dass es bei ihm damals vor, weiß nicht, den paar Jahren, wo er angefangen hat, seinen Weg zu gehen, auch mit der medizinischen Angleichung, noch so war, dass bestimmte Sachen, zum Beispiel Testosteron, ich meine, er hat hier geschrieben, dass er die Hormontherapie bei der Krankenkasse beantragt hat oder sowas. Und das ist halt ein, ja, Fehler, sage ich jetzt einfach mal so. Also das muss man heutzutage zumindest nicht mehr so beantragen, soweit ich das weiß. Und da waren halt, ich glaube, 2, 3 so Kleinigkeiten, die einem, wenn man sich mit dem Thema nicht genauer auskennt, wahrscheinlich auch überhaupt nicht auffallen. Und die sind jetzt auch nicht mega schlimm, sie sind aber einfach ein bisschen irreführend, wenn man eben selber diesen Weg gehen möchte und dann das liest und sich denkt, hä, das habe ich woanders aber anders gelesen. Und das ist mir halt einfach aufgefallen. Und ja, das war es dann aber auch an Kritikpunkten. Ansonsten war es ziemlich unterhaltsam eigentlich geschrieben und auch interessant, einfach mal so zu sehen, wie eben eine andere Transperson, ja, den Weg so meistert. Und das war es dann jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr eins von den Büchern kennt, schreibt mir gerne, wie euch die gefallen haben oder was ihr so in letzter Zeit gelesen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!